In einer Welt, in der alle Menschen nur noch auf der Suche nach dem schnellen Geld sind, gibt es nur eine Option. Das Bewerbungsgespräch. Gut. Wie heißen Sie? Guten Tag, mein Name ist Ingo Wunzel und ich würde mich gerne hier vorstellen. Ich stehe nie vor 16 Uhr auf, man. Ich bin Angela Ferkel. Ja. Also, ich heiße Video Charlie, mein Team heißt Video Charlie, ich bin hier Chef und ich mache nicht bei irgendwem mit. Warum sind Sie zu spät gekommen? Ja, also, wir wollten uns eigentlich als Gruppe anmelden, aber da haben wir zwei entlassen. Einer ist gar nicht erst gekommen, einer muss ins Krankenhaus und der Letzte hat verschlafen und bin ich jetzt alleine hier. Was bringen Sie in dieses Projekt ein? Ja, ich bin halt so ein Spinner, der sich da so reinsteigern kann, dass es ja nicht irgendwie oder so gut wie möglich, sondern super präzise laufen muss. Die Improvisation ist eine meiner größten Stärken. Bei Schwerkopf nach langer Feuerkräuter Schnaps von Was ist denn hier los? Was ist das für ein Wirbelkampf? Hier ist doch etwas nicht in Ordnung. Finden Sie das nicht komisch, sich auf die Stelle Ihres Sohnes zu bewerben? Meinem Sohn habe ich zu dem Königreich eh zugetraut. Wenn Sie Ihr Leben nochmal leben können, würden Sie alles genauso machen? Nein, ich wäre ein Einhorn. Ich würde alles genauso machen. Nur vielleicht früher trinken. Wie würden Sie Ihr Tier motivieren? Söhne Rohans und Gondors, in euren Augen sehe ich die Furcht, die auch mich verzagen ließe. Es wird der Tag kommen, an dem die Menschheit ihren Mut verliert. Doch dieser Tag ist nicht heute, denn heute kämpfen wir. Ich hab euch lieb. Was qualifiziert Sie für diesen Job? Ich war noch nie in der Jury. Ich habe aber schon mal bei so einem kurzen Fest mitgemacht. Als Schauspieler. Der Film ist voll scheiße geworden. Und wäre auch keinen Grund dafür geworden. Deshalb hoffe ich hier alles besser zu machen. Ich bin klein, rosa und flauschig. Schaut euch die Details an. Ich meine, ich bin höchstens 25. Meine Schärfe ist Gummi. Und ihr seid höchstens 3 Leute. Was erwarten Sie von diesem Job? Erwartung. Was soll ich dafür Erwartungen haben? In den letzten Jahren habe ich in einem Märchen gelebt, war Superheld, bin durch die Zeit gereist und jetzt lebe ich in der Postapokalypse. Was habe ich da noch zu erwarten? Ja, möglichst viel Geld mit möglichst wenig Arbeit. Glückwunsch, Sie haben den Job.